Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde euch heute jetzt zeigen, wie man diese Liga Nation Hybrid hier abschließen kann. Wie gesagt, wie immer, vier Challenges fast. Fangen hier mit der ersten an. Ihr seht hier, was braucht man hier. Man braucht hier genau drei Nationalitäten und darf nur zwei Ligen im Kader nehmen. So maximal vier Spieler aus einem Land. Ich denke, hier könnt ihr ja selber lesen, was man hier braucht. Ich habe das ganz einfach gebaut. Aus der Bundesliga habe ich einfach deutsche und Schweizer Spieler genommen. Und aus der französischen Liga habe ich dann noch Franzosen und einen aus der Schweiz genommen. Also relativ easy, das hier zu bauen. Gehen wir hier durch, was ich hier genommen habe. Also welche Spieler. Gehen wir einfach kurz durch. Könnt ihr genauso nachbauen. Also ist relativ leicht, das hier so. Ich denke, das wird auch nicht so viel kosten. Silberspieler könnten ein bisschen was kosten. Aber Rest sollte recht günstig sein. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt zu der zweiten SPC. Schon heißt auch fortgeschritten. Und hier seht ihr, die ist ein bisschen komplizierter so zu bauen, aber immer noch relativ einfach, die zu bauen. Ihr seht, ich habe es hier einfach mit einem Italien-Eck hier gebaut. Jorginho kommt jetzt hier auch nur auf 7 Chemie, aber ich denke, das ist egal, wie viel Chemie braucht man eigentlich. Ich glaube, nur 500. Nee, man braucht 100. Könnte auch sein, dass man bei den letzten so Loyalität braucht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn nicht, könnt ihr hier einfach einen italienischen Spieler von Napoli nehmen in der Innenverteidigung, falls es da einen gibt. Wenn nicht, könnt ihr hier auch einen anderen nehmen, einfach von Bergamo oder von Milan, einen Italiener im ZM, dann geht das auf jeden Fall auch klar. Gehen wir hier einfach mal durch. Hier habe ich einfach ein Dreieck aus der Bundesliga mit weißer, rote und Risse gebaut und links einfach russische Liga mit Chartow und den anderen beiden. Geht auf jeden Fall klar. Und vorne noch ein Stürmer von der russischen Liga. Ganz wichtig, der darf nicht von der Nationalität Russland sein. Der muss einfach eine andere Nationalität haben und dann geht es auf jeden Fall klar. Gehen wir zum nächsten. Das ist, heißt schon schwer. Ist eigentlich noch relativ leicht. Also war nicht so schwer zu bauen. Ich bin mir sehr sicher, dass man hier Loyalität brauchen wird. Bei dieser wird man Loyalität brauchen. Ihr seht hier rechts mit der Bundesliga-Ecke gebaut. Die beiden kommen auf volle Chemie und links hier mit Las Palmas. Hier Janschke und Hermann. Wie heißt er hier? Dani Castellano und das ist Vitolo. Hier habe ich Immobile, Parolo, Germain und ihn hier. Hier Jelka und Keen. Könnt ihr natürlich auch zwei andere nehmen, die einen Perfect Link haben. Ich denke, geht sogar, wenn die nur einen grünen Link haben, weil man eh auf Loyalität kommen muss. Ein Torwart ist egal, welchen ihr da reinstellt, dann geht das auf jeden Fall klar. Und jetzt gehen wir zu der letzten Challenge und die war wirklich richtig schwer, muss man EA lassen, also das haben die wirklich gut gemacht. Ihr seht hier, bei mir steht jetzt hier auch nur 85 Chemie. Man braucht ja 86, das liegt daran, dass Snyder noch ZOM ist. Er müsste ZM sein, dass er auf voller, also dass es 86 Chemie ist. Und hier wird man auch Loyalität auf jeden Fall brauchen. Seht, wie ich das hier gemacht habe, hier mit einem Perfect Link und hier mit einem Perfect Link. Vorne drei Lazio-Spieler und der Rest kommt halt sozusagen nicht auf wirklich viel Chemie. Seht ihr ja hier, also müsst ihr wahrscheinlich dann 10 Spiele damit machen, ist ja relativ leicht, geht einfach in den Offline-Modus und prescht die dann einfach ab, also das ist ja relativ leicht. Ihr bekommt da auch ein 45k-Set, also ich meiner Meinung nach lohnt sich das hier, ich weiß nicht, was das jetzt genau kosten wird, aber ich denke es nicht so teuer und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen hoch, ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.